Ja, danke. So. Also der Ad Am heißt ihr Dampf der Männer. Das ist jetzt, achte nochmal auf das Geräusch. Gib mir das mit, kannst du ein lauter machen? Nicht passen. Halt! Moment, ich habe den Donut von da. Kleinen Moment. Den habe ich nämlich draußen gehabt. Jetzt. Ich spreche Hebräisch. Unfokalisiert. Das heißt, ich entheilige die Worte nicht. Küss den Frosch. Wir haben übrigens das kleine Exkurs hier angefangen. Vielleicht könnt ihr jetzt ahnen, wo das Problem ist, wenn ich was euch erkläre. Ich will auf der einen Seite genau sein und es ist unmöglich in eurer Auffassungsfähigkeit. Das war unsere Eschen. Dampf, Rauch. Augenblickliche Augen, AGN, eingegeben heißt B-Ecken. Ein Blick in die Ecken ist das Licht des Ich und das ist He, das wird eine Wahrnehmung, Sinus. Log ist Lug, logisch. Ich ist Gestaltwerdung von Augenblicken E als 70 gelesen und das fängt zum Existieren an. Jetzt kannst du den Rauch natürlich, das A rausschmeißen, dann hast du den Ruch. Die vier Himmelsrichtungen. Wenn wir den Acer jetzt hier nehmen, das ist der Ahorn, unsere Ecke, die sich aufbauen. Oren, Aren kann man jetzt noch alles anschauen, interessant. Zuerst einmal Acer hast Ahorn. Und jetzt hast du den Spitz-Ahorn, den BRG-Ahorn, Wellenberg, Eschen haben wir schon gehabt, Rot-Ahorn. Rot ist Adam. Und jetzt Drehstrom, das führt uns dann AC, haben wir gehabt, alles hängt mit allem zusammen. Jetzt habe ich hier, wo mir gerade Komma ist, ihr müsst vorsichtig sein, weil ihr hier nämlich komplett Gehirn gewaschen wird. Vorsichtig! Das ist immer so eine Sache, wenn ich sage, eigentlich seid ihr Ameisen. Solange du noch in einem einseitigen Glaubenssystem bist, das nenne ich Insekten. Das heißt, solange ich sage, ich mit meiner Gruppe, wir haben Recht, ob ich das jetzt hier Naturwissenschaft nenne oder Kabbalistik, diese vielen verschiedenen kabbalistischen Strömungen, die haben schon einiges durch, ob das Lightman ist oder ob das Dirk Schröder ist. Und du merkst irgendwann einmal, die wollen alle dein Bestes, deine Kohle. Ob sie es direkt machen oder ob sie es versteckt machen, SD-Act, muss man halt rumgehen, dann sieht man die andere Sache. Und das ist alles, was deine momentane Logik spontan als positiv sieht, hat eine Kehrseite, jede Vorstellung von richtig erzeugt eine Gegenseite, das ist bekannt. Und dieses Umdrehen ist wichtig, wenn du mich verstehen willst. Das heißt, da darfst du nicht hingehen. Da wirst du Gehirn gewaschen. Das ist negativ. Ich sage, du hast so viel Dreck in deinem Schädel drin und den blasen wir jetzt erst einmal raus. Das ist all das, was du als richtig ansiehst. Oder auch der kleine Satz, der steht ja neben sich. Ich sage, du musst als Geist neben dir stehen, um dich selber beobachten zu können. Merkt ihr, selbst solche Sprichwörter haben immer zwei Seiten und erst wenn ich mich eins, These an die These drüber hebe und mir das bewusst mache, werde ich nicht mehr eine Seite als richtiger wie die andere ansehen, sondern ich stelle fest, vor welcher Seite ich schaue und was ich dann sehe. Das wäre der offene Geist. Also, gut, das ist jetzt einfach hier und jetzt der Seite, das sind Worte. Das sind die Selbsterwählten, die hier ihre Meinungen von sich geben, die glauben, was verstanden zu haben. Gut, Jeftadis, er warnte seine Anhänger, ihm zu glauben. Er meinte damit den Glauben im Sinne, das Meer Sinn. Ne, jetzt haben wir hier schon den Sinus, da wollen wir noch ganz kurz weitermachen. Das ist ein faltiges Gewand, haben wir gerade schon, eine geistige Wand.
Das sind ja eigentlich hier vor dir deine Cyberspace-Brille. Die fängt zu iterieren an, dadurch kriegst du eine Windung der Schlange. Darum ist auch die Nachasch und der Messias im Hebräischen geschrieben derselbe Zahlenwert. Das ist die Geschichte mit Mose, wenn ich dann hier vorm Pharao stehe. Der Pharao, wenn ich jetzt eingib, das hast du auch ein ungeordnetes Haupthaar, dasselbe Wort. Meine Geschichte Osten-Westen. Wir können uns jetzt hier Juden ausdenken. Mache ich jetzt ganz kleinen Moment. Hospitalismus. Wir haben doch die Affen gehabt. Das ist also, wenn du jetzt Hospitalismus, ist also, nennt man, wenn du Tiere einsperrst in einen Käfig, in ein Heim, dann fangen die irgendwann einmal an. Das ist Hospitalismus. Die kriegen solche, wenn du in einem Käfig, in einem Gefängnis, in einer Zelle eingesperrt bist, bei Affen, das sieht dann, egal in welchem Glaubenssystem, jetzt ist es natürlich wichtig, wenn du Jude bist, wirst du jetzt gnadenlos beleidigt sein. Meint ihr, dass euch das heilig macht, das Mosaik, die Traditionen? Und jeder, der in irgendeinem Glaubenssystem, der Traditionen anhängt, macht dich zu einem nachäffenden Affen, der hier seine Defilin, all dieses Zeug, die Beschneidung, hat es doch eine schöne Diskussion gegeben, hier und jetzt ausgedacht. Die wissen nicht, was es bedeutet, weil die bloß das glauben zu wissen, was ihre Lehrer sagen. Nicht selber denken. Das ist, an dir wurde Unzucht im Geist betrieben. Falsche Erziehung. Wir können das übrigens durchziehen in allen möglichen Glaubenssektionen. Du kannst dich auch in eine dunkle Höhle reinstellen und dann wirst du hier feststellen. Alle die Gebete vor sich hin plappern, die beten nicht, die plappern bloß. Hat der gute alte Freund von mir mal gesagt vor 2000 Jahren. Es ist wie mit der Esoterik im letzten Fliegenstall-Video, wenn du euch anschaut, du wirst immer mehr merken, wie unendlich geistlos die Tierchen in deinem Traum sind. Und das jetzt nicht aus einer Arroganz heraus in Bezug auf der Trockennase, auf der du bist, du musst dich an die Nase fassen. Wer keine Schuld hat, der werfe den ersten Stein. Du Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Übrigens, das ist im Neuen Testament, wenn wir das jetzt auf Griechisch machen, da steht für Balken Tokos, Do, Do 470 heißt das Wissen, Tokos, das Verb dazu ist Dogeo und das heißt Glauben meinen für wahr halten. Das heißt, du Heuchler, zieh zuerst einmal dir aus dem Kopf das raus, was du bisher blind geglaubt hast, bevor du den kleinen Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Augen sind übrigens die Becken, das ist eine andere Perspektive in dem Christall, in dem sich alle Facetten, Face, Ad, zeitlichen Gesichter, Benim, Banim, Inneres, Aussehen, Ansehen, nach außen sehen. Das wären jetzt die Wörter, die wir finden. Also gut. Damit den Glauben im Sinne für Wahrheiten einige Erkenntnis ist wahr. Udo Petscher schreibt gewiss viel Wahres, aber schreibt er auch, dass seine Anhänger aufhören sollen, ihm und seine Schriften zu glauben? Selbstverständlich, jein. An vielen Stellen, wir machen jetzt mal ganz vor, bevor es Offenbarungen gegeben hat, hat es ein Heftchen 1989 über Sterianlang gegeben, das heißt Holofeeling. Ist im Internet. Da ist überhaupt noch nichts von Gott, das ist einfach eine Beschreibung über Sterianlang und da steht im Vorwort schon, ganz klipp und klar, niemand stellt die vier vorgebrachten Thesen mehr in Frage wie der Autor selbst. Und zwar ist es in dem Vorwort heißt es, dass das Problem, das du erkennst, ist dein Glaube. Wenn ich glaube, dass Milch, wenn mir Milch schmeckt, dann wird nichts und niemand mich davon überzeugen können, dass Milch nicht schmeckt. Du kannst jetzt kommen, das ist ja bewiesen, Laktose und das ist so und so. Aber wenn es mir schmeckt, schmeckt es mir doch. Weißt du, ich kann jetzt einen Zigarettenraucher erklären, aus meiner Logik habe ich gehört, wie schädlich das ist, aber wenn es ihm schmeckt, schmeckt es. Nichts und niemand wird mich davon überzeugen, dass das nicht schmeckt. Das ist eine Sichtweise, mir schmeckt es. Das ist meine Richtung. Und es stellt elementare Fragen, wenn du da mal nachdenkst, dass das eigentliche Problem ist mein Glaube. Ich war unbeweglich dadurch, weil ich den Widerspruch, die Gegenseite versucht zu vermeiden. Das Fehlerhafte. Das Verkehrte, ich sage mal, ich setze einfach mal hier das Feind, mir feindlich Erscheinende. Ich sage, liebe deine Feinde.
Wenn du nur den Kreis willst und die Dreiecke bekämpfst, wirst du nie auf die höhere Stufe kommen. Du wirst nie begreifen, was ein Kegel ist. Eine vollkommene Welle, KGL. Ist auch eine, KGL ist auch eine Kugel. Die höheren Dimensionen kriegst du durch Vervollkommnen. Alles, was sich widerspricht, gibt auf der höheren Ebene vollkommen neue Qualität. Sonnenschein und Regen gibt Wetter. Ganz grob einmal. Krieg und Frieden gibt Lebendigkeit, ständiges Wachstum. Da wird die Sprache wird zu Arithmetik. Also gut, jetzt kommt euer Problem. Da habe ich Gott sei Dank nichts damit zu tun. Dass seine Anhänger aufhören sollten, ihm und seine Schriften zu glauben. Ich sage, vertraut, ihr müsst nämlich erstmalig, das Holo-Feeling ist so gefasst, dass alles, was da drin behauptet wird, kann jedes 13-jährige Kind sofort überprüfen, was jetzt elementare Sachen sind. Alles, was ich darüber hinaus über Worte begreife, erkläre, wirst du feststellen, wenn du dir die Mühe machst, hier die entsprechenden Seiten, Internetseiten, Bücher aus dir heraus zu generieren. Da außen ist nichts, du kannst von außen kein Wissen in dich hineinschaufeln. Halte verdammt nochmal das zweite Gebot. Mach dir kein Bild, Be'ilet, im Kind, hebräisch geschrieben. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. So viel zum Thema zur vatikanischen Sternwarte. Die Bilder, Be'ilet, im Kind erweckt, die sind in dir drin. Mach dir kein Bild von irgendwas da drunten auf der Erde und von irgendwelchen Wassern unter der Erde. Das ist die Rakia. Es ist hier und jetzt in diesem Spiel, wie ich es euch erklärt habe. Wenn ich jetzt das erkannt habe, dass ich durch mein Denken die ständige Umformung der 200 Gramm roten Grede, alles, was ich zu sehen bekomme, entsteht jetzt aus mir, das ist die Veränderung meiner Form. Eine ständige Veränderung meiner Form. Dass das aus mir kommt, das Internet ist nur ein anderes Wort für Gott. Wenn ich jetzt das Internet als Symbol nehme, dann kann ich wieder raumzeitlicher Fenster aufspannen, das ist ja erst vor so und so vielen Jahren entdeckt worden, erschaffen worden. Ich sage Blödsinn. Das ist wieder Jesus, der wird jetzt erschaffen. Übrigens, Dinosaurus Rex, wenn du jetzt nachschaust in deinem Wissen, es gibt erst seit 1923 ungefähr Dinosaurus Rex, da hat man nämlich den ersten Knochen gefunden. Wisst ihr, wo ich das her war? Das habe ich aus das Buch heraus. Und erst nachdem der Knochen gefunden wurde, hat man dann entdeckt, dass vor Hunderttausenden von Jahren die gegeben hat. Wie war das nochmal? Es klingelt und erst nachdem es klingelt, erschaffst du das Telefon, zumindest das einmal feinstofflich als Gedanke und jetzt konzentrierst du diesen Gedanken, bis er sich materialisiert. Materie ist hochkonzentrierter Geist, Energie. Stimmt oder stimmt? So, jetzt wird es interessant. Immer alles ist interessant. Oder macht er darauf aufmerksam, dass seine Gläubigen erst einmal ihre persönlichen Glaubenssätze unter die Lupe nehmen. Ich sage, gerade die sollst du unter die Lupe nehmen. Ich sage, du sollst dich beobachten und dir klar machen, was für ein hochgradig schizophrenes Wesen du bist. Schizophrenie heißt gespaltenes Bewusstsein. Positiv gelesen, Schattenfrau 3 heißt es, die Schöpfung, das ganze Leben, das ganze Universum beginnt mit der Schizophrenie Gottes. El Hayom ist eins. Der ist allein, UB. 86. Und das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn. Das ist dieser JCH. Dass er dann und wann wie jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann. Und am Anfang, könnt ihr im letzten Fiegenstall anschauen, am Ende erkenne ich dann, Mensch, ich bin ja UB. Ich zumindest, hundertprozentig sicher. Hab ihn Pass, kann er da zeigen, kann ich beweisen. Okay, jetzt aber in dem Moment, wo ich erkenne, ich bin eins mit dem Vater, bin ich wieder eins, ohne Unterscheidung. Und jetzt denke ich mir als ich UB, das bist du, einen Sohn. Aber ich denke mal, gut, denke mal mehrere Geistesfunken und dann kann man das Ganze aufbauen. Also, bevor Sie die kollektiven Glaubenssätze bei anderen in die Zange nehmen, mache ich doch gar nicht. Ich sage immer wieder, alles ist wichtig, jede Religion, jeder Glaube sind wie Organe. Habt ihr nicht begriffen, dass ihr die Glieder, Glieder, die geistigen Glieder, ich könnte jetzt sagen, die Organe, eine Orgel, meines Leibes seid. Jede Religion, wenn ich hier den Judentum, was mache ich, wenn einer sagt, ich bin antisemitisch? Wie war das? Ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals diesen Erdboden betreten hat, der für die Geburt der Brüderlichkeit arbeitet. Und wenn jetzt einer meint, es ist antisemitisch, will ich es nicht nochmal erklären, der sollte mal schauen, ich rede nur von Judentum und von Tora und von Bibel. Wir können aber Buddhismus, es hat nichts mit Religion mehr zu tun, es ist das Übersystem. Die Tasse wird jetzt
Die Religion mit den vielen Perspektiven, das sind Komplexe in Komplexen in Komplexen. Sind doch die leidenschaftlichsten und tiefgläubigsten Batcher-Fans, zumindest jene, die mir bekannt sind, damit beschäftigt, ihre Überzeugung, das heißt Glaubenssätze bezüglich Holophilien, zu missionieren und mit logischen Argumenten die kollektiven Dogmen in Frage zu stellen. Was schreibt Batcher über die Schattenintegration, was über die Achtsamkeit, die ja von Schattenarbeit gar nicht zu trennen ist? Geistlos nachgeplappertes, angelesenes Geschwätz. Also pass auf, Schattenintegration. Wir sagen mal, die Schatten sind die Licht-, Hell-Dunkel-Gegensätze, das sind Gedankenwellen. Versuchen mal, die in die Lampe zu integrieren. Das ist rausprojiziert, so wie du ein Bild aus einer Datei als Vorstellung hochhebst. Du nimmst, wenn du ein Wort liest in einem Buch, das Wort nicht aus dem Buch raus. Du musst es nicht, das ist zerbrochen. Fraktale Oberfläche. Aber die Schatten sind jetzt die Wellen. Versuche mal die Welle und die Welle nochmal doppelt aufgespannt. Dieses oberflächliche Phänomen eines Unterschieds. Mach das einmal 5 Meter unter die Wasseroberfläche. Wir können es noch einfacher machen. Ich denke mir, hier der Geist ist 200 Gramm rote Gnede. Und jetzt mache ich einen Schatten. Ich mache aus der Gnede eine Tasse. Jetzt versuche mal, die Tasse in die Gnede reinzubringen. Das ist Schattenintegration. Oder die Aura sehen oder die Chakren, das sind symbolische Bilder, was ihr euch vorstellt bei Adam und Eva, bei Kain und Abel. Das sind die Vorstellungen, die ihr aus den Worten macht. Wenn ihr Holofeeling verstanden habt, kommt ihr in die Tiefe der Mythologie. Das heißt, alle Mythologien werden entmythologisiert. Es werden arithmetische Programme und die raumzeitlichen Vorstellungen und die Formen in den Physikbüchern werden mythologisiert, dass du plötzlich feststellst, da steht dasselbe drin. Das ist das neue Wunder der Verwandlung. Ja gut, bla bla bla, wollte ich euch nur zeigen. Das ist all das, wenn du ins Internet gehst, du machst dich so kirre. Dieser Wechsel, und jetzt kommen wir, weil das gerade schön passt. Mein Marion, kannst du das einmal ganz kurz anfokussieren? Seht ihr das? Kannst du das auf die Kamera drauf machen, dass es groß ist? Ich mach das schon. Ich sehe es doch. Okay, wenn du das jetzt anschaust, bloß wir spielen einmal nur mit Zeichen, mit Formen, mit Zahlen. Dann hast du hier das D. Das ist 4. Du hast das B, das Kopf und das P. Was natürlich jetzt noch interessanter war, dass das P natürlich dann, wenn wir ins Griechische gehen, nochmal eine Drehung kriegt. Sparen wir uns. Und wenn wir jetzt die Zahlenwerte zusammenschreiben, kriegen wir 186. Und was ist das? Das ist 186 gelesen, ist der eine Gott, der OP ist. Kof ist der volle Name vom 19. Buchstaben, die göttliche Spiegelung. Kof heißt Affe. Jetzt seht ihr den Affen. Das sind die 4 Seiten. Das ist jetzt hier gespiegelt, das ist wieder der Einheitskreis, der eine Kreis. Plus, Minus ist gleichzeitig. Sobald ich mir dann ein Außen denke, entsteht Zeit. Das ist aber schon ein Konstrukt vom Materialismus. Die können dann drehen und wenden, wenn sie in Urknall suchen. Den Anfang von allem, was war zuerst da, das Ei oder die Henne, das wird alles selbsterklärend. Dann hat mein Marion einfach die Zeichnung gemacht. Samen. Raumzeitlich gestaltgewordene Existenz. Das ist eine longitudinale. Du musst immer wieder wissen, das Spiel beginnt, die Nulllinie bin ich. Ich spanne es auf, oberhalb, unterhalb. Und jetzt, da ja hell und dunkel nicht gleichzeitig im Jetzt da sein kann, mache ich einfach an der Oberfläche eine Longitudinale und je nachdem, welche Seite in einem Buch, ich habe ein Buch und ich klappe das auf und habe jetzt erst einmal 2 Seiten. Wenn ich, da ist noch nichts da, ich muss jetzt die Seite anschauen oder die Seite anschauen. Dann ist aber immer noch nichts da. Ich sehe zwar die Seite und die Zahlen, aber da ist keine Information. Ich muss mich auf eine Zeile fokussieren, dann sind immer die anderen weg. Ich gehe immer weiter, ich konzentriere mich immer weiter rein und dann kommen wir irgendwann nochmal, wenn ich dann nur ein Wort anschaue in einer Zeile, kriege ich eine feinstoffliche Vorstellung, die Mars, Krebs. Und da habe ich wieder, das Wort hat wieder viele Perspektiven. Und dieses Feinstoffliche, wo ich dann habe, wenn ich mich noch mehr konzentriere, dann taucht es im Gesichtsfeld als Materie auf, was letztendlich genauso eine Information ist, eine Form von mir selber. Und Holofeeling lehrt dich die Formel, die Formeln. Das ist Physik, geistige Physik. Ja, auf jeden Fall, das Samen
geht zum Ei. Das Ei wiederum, AI, spreche AI, jetzt sagen wir hier, ich kann 70, 10 schreiben, dann hast du das Trümmerhaufen oder nichts. Auch wo und Welle, jetzt hast du doppelt aufgespannter Augenblick, ist Welle, was ist die Quelle? Der Schöpfergott. Das Nichts, das du nicht denken kannst, macht dir kein Bild von Gott, verdammt nochmal. Wieso meint ihr, dass ihr meine heiligen Schriften habt? Mit materialistischer Auslegung und raumzeitlicher Auslegung hast du keine Chance. Jetzt heißt dieses Nichts, spann mal auf. Globalbewusstsein, wir denken uns das ja jetzt aus, diese Erde. Jetzt hast du einen Trümmerhaufen, das ist das Gefranzel außenrum. Jetzt gibt es natürlich welche, die sagen, wir laufen da oben rum, ich denke mich, ich bin da oben. Andere sagen, wir sind innen drinnen. Wir kehren immer bloß die Seiten. Hohlkugelwelten. Und wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass das Spinner sind, hast du schon wieder eine Seite und die Gegenseite willst du nicht haben. Was ist die Verbindung von den beiden Sichtweisen? Was ist das verbindende Parameter für alles, was sich widerspricht? Du, ich, dann bist du Liebe, dann bist du ich. Komm mal zurück, wir springen ja, QRS-Komplex, einfach mal einfach lesen. Als QRS-Komplex, das ist übrigens hier 100, 200, 300, Komplex, Bella ist das Wunder, in dem X, in dem Z, in dem Chat, das G, als das als griechisches Zeichen ist der G und BL Aleph, also Aleph gelesen heißt ja das Wunder. Dann haben wir hier, der Reisende ist ein Kammerkomplex. Wie die Schöpfung, die aus 2mm erweckt wird, oder einfach QS, wird in der Medizin eine Gruppe von Ausschlägen im Elektrokardiogramm, Elektrokardiogramm, kann man machen, EKG bezeichnet. Das ist also hier, die durch die Depolarisation der beiden Herzkammern verursacht wird. Immer HRS ist die Erde und auf die sperrst du dich ein. Ich denke mir eine Wohnung, ich habe eine Wohnung und ich habe einen Körper. Ich meine, ich behaupte, ich bin die Wohnung. Jetzt denk an den Körper. Meine Wohnung verlasse ich, wenn ich da keinen Bock nicht drauf habe, gehe ich einfach raus. Ja, ich kann doch meinen Körper, ich brauche doch meinen Körper. Blödsinn, wenn du nicht an ihn denkst, bist du rausgegangen. Du kannst jetzt vor dich hin sinnieren, den letzten Urlaub, den letzten Spaziergang, egal was es ist, du tauschst hier und jetzt deine Form aus. Jetzt immer hier, es ist hier und es ist jetzt. Es gibt keinen anderen Ort. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und es ist jetzt ein Riesenunterschied, ob du das einfach wieder aus das Buch heraus hast, das ist immer Esoterik, das ewige Hier und Jetzt. Und du merkst hier, das ganze Denken, du verstreust dich jedes Mal. Ja, dann bin ich ja alles. Und denk dabei an meinen Körper. Ich rede jetzt nicht mit irgendwas Ausgedachten. Ich rede mit etwas, was man nicht denken kann. Ich erkläre dir zur Zeit, dass du unsterblich bist, weil du ich bist. Ohne Esoterik, es ist ein Faktum. Alles, was du denkst, ist eine Gedankenwelt und die überlebt so und so nicht. Du kannst dich als Seele denken, selbst als Gott. Erinnert euch, puff, 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 erbärmlicher Gott. Jetzt geht's hier los, Beschreibung. Die QRS-Komplex kann aus einer negativen Q-Zacke, denk an die Affinität, ZA, die Geburt einer Schöpfung, ist das Herausgehen, ein oder zwei positive Erdzacken. Ich habe dir gesagt, wenn ich jetzt im Meer Gott El Hayom bin, es gibt eigentlich nur Wasser, und die Schöpfung Gottes, der Schöpfergott, AI, ob man rot schreiben kann, ich AI Schöpfergott, heißt ja nichts, heißt wo, doppelt aufgespannt und Insel. Und ich, diese Energie, die kann sich nicht auflösen, ich kann mir Unterschiede denken an der Oberfläche. Und ich mache jetzt, ich erwecke eine Eruption. Und ich haue jetzt hier so einen Wellenberg. In dem Moment kriegt er, wenn wir uns jetzt einmal hier als Fläche den Wasserspiegel denken, kriegt er hier eine Insel aus Wasser. Und im selben Moment, wenn man das jetzt wirklich, wird aus dieser Transversalen eine Longitudinale, das heißt jetzt drumherum, wenn wir das seitwärts sehen, ist da nicht das daneben, sondern das sind zwei Einsenkungen und jetzt gibt es diesen klassischen longitudinalen Effekt. Betonung liegt auf Udi. Okay. Und einer von zwei negativen S-Zacken
Wobei kleine Zacken mit kleinen Buchstaben und die großen Zacken mit großen Buchstaben bezeichnet werden. Die Größe der Amplitude, bla bla bla. Und da folgt dann eben dieser T-Impuls im Nachhinein, das ist QRS-Komplex, gefolgt von einer T-Zacke. Wenn wir jetzt die Zacken haben, jetzt mache ich, du merkst, das ist Physik, das ist die Beschreibung des Lebens. Machen wir mal, wir haben hier zum Beispiel, Zapfen. In deinen Augen auf der Retina befinden sich Stäbchen und Zapfen. Die Stäbchen machen die Schwarz-Weiß-Fähigkeit, also alles ausgedacht. Nicht, dass da außen was ist, es sind Symbole. So wie die Knochen in deinem Körper, das Auge ist das Becken. Und jetzt ist es halt so, sind als Fotorezeptoren, Rezept heißt Empfänger, Empfang. Das ist eigentlich nur ein anderes Wort wie für Kabbala. Kabbala ist die Rezeption. Das ist aber Geheimwissen. Ihr müsst den Krug, der zum Brunnen geht, umformen zu dem, was es wirklich bedeutet. Die drei Ebenen der Wahrnehmung steht im Erwachen, glaube ich, vorne. Das Ei, solange du nur die Oberfläche siehst, die Schale, weißt du nicht, was drin ist. Keine Ahnung. Das ist der normale Mensch, der Herr Professor, der Herr Doktor, der Hübsche, wie auch immer, der Mächtige, so wie ich ihn mir von außen ausdenke. Und bei Worten ist es so, dass das, was du aus Worten spontan herausliest, bei Namen, das heißt, wenn ich jetzt das sage, Fritz Köschner, da hast du wahrscheinlich kein Bild, zumindest nur wieder Chat, was Männliches. Du wirst an keine Frau denken, weil für dich hier eben das ein männlicher Vorname ist. Wenn du eine Jahreszahl siehst, 1531, war übrigens in Urlaub. Jetzt pass auf, Fotorezeptoren, spezieller Sinn, Sinneszellen, Zell, immer dran denken. ZL ist der Schatten oder Z, E als 70 gelesen, vor Kali kann man rausschmeißen, ist es Joch. Von Wirbeltieraugen, wir in Gott. Können wir sehr tief reingehen. Und finden sich vorwiegend im zentralen Bereich der Netzhaut. Jetzt ist natürlich Ed, die existierende Zeit gebiert die Haut. Out sind Zeichen. Das ist Ott, normalerweise wird das ausgesprochen. Das ist die Haut. H, die Quintessenz und die Zeichen. Einverstanden sein, zustimmen. Allumfassende Liebe ist absolute Liebe. Sinne. Wir sind wieder hier, merkst du, ich habe nur ein Wort und dann springe ich vom Hundertsten ins Tausendste. Wir können jetzt hier nochmal weitermachen. Der Meerbusen, die Bucht. Bu in mir. Bewaf heißt auf Hebräisch in mir. Chedi heißt in Schrecken versetzen. In mir werden Schrecken, Shin-R-Ecken, logisch berechnete Ecken. Das ist die Bucht, der Meerbusen. In mir sehen, sehen. Jetzt ist natürlich der Busen für sich selber wiederum, heißt Chart. Shindi, meine logische Öffnung. Und das ist jetzt hier unter anderem bedrücken, böser Geist, Brust. Heißt auch die Fülle der Dämon. Achte mal die Konsonante Radix. Dämon, Damen, Frau, gebogen. Okay, Gewalttätigkeit. Man meint immer, die Männer sind gewalttätig. Die Männer sind lieb, die Frauen sind gewalttätig. Ihr müsstet meine Maus kennenlernen. Ich mache natürlich jetzt nur eure Seite, meine Seite sind zwei. Beste Frau der Welt. Ich habe die beste Frau der Welt. Ohne Wenn und Aber. Aber wisst ihr wieso? Na, wenn ich es mir doch selber machen kann. Okay, jetzt ist es Schad, ist der Dämon. Und das ist natürlich hier schon wieder, jetzt machen wir mal ganz, ganz kurz diesen Dämon. Schauen wir mal da unten hin, schaut hin. Kommentar, Shindi, ist das denn meine logische Eröffnung? Da kann man übrigens bei jedem Wort noch viel, viel mehr dazu schreiben. Das heißt also, ich weiß nicht, 8000 oder was Zusätze, wo ich zusätzlich noch dazugeben habe. Aber das sind so viele Einzelteile jetzt, wenn wir in Gematrie Explorer reingehen. Wenn du die Regeln kennst, brauchst du das gar nicht mehr. Stimmt? Marian, stimmt? Okay. Das ist ein Teufel, ein böser Geist, der die Öffnung deiner Berechnung nur ist ein flackerndes Licht, eine Lampe, darum ist ja die eine Shin-Lampe,
Eine Schlampe, wobei natürlich das Lamp und Lamp, wenn wir ins Englische gehen, plötzlich eine wunderschöne Wendung kriegt. Eine Seide als richtig akzeptiert, eine weibliche Brust. Nur eine Brust ist schad, ihm sind zwei Brüste. Raubdämon. Als Dämon, griechisch Daimon, wird zunächst ein schöpferischer Geist, das ist der Dämon, ist im alten Griechischen in der Mythologie überhaupt nichts Negatives, das ist ein Schöpfergeist, ein schöpferischer Geist. Jetzt natürlich blau geschrieben, das ist deine Frau, das ist der symbolische Intellekt von dir, der erschafft, aber der braucht natürlich Energie. Das heißt, dir muss eins klar sein, das davon ist in Schatten. Die kann man nicht integrieren, so wenig wie du das polare Phänomen an der Oberfläche nicht in das Meer, in den Geist reinbringst. Weil der Geist ist Einheit und dadurch ist er nicht denkbar. Das Erste, was du denkst, ist die Trinität. These, Antithese und die Synthese ist jetzt eigentlich schon 0. Plus 5, minus 5. Das sind deine Illusionen zum Beispiel. I ist Gott. LL ist Licht, Licht. Plus 30, minus 30. Okay, im Hebräischen und heißt auf Hebräisch nur Waff, verbinden. I ist Licht, Licht, 30, 30. Il, U, S ist 60. Kannst du folgen? Das heißt, das ist eine Formel. Du kannst Zahlen einsetzen und rechnen damit. Das ist das Wunder. Von wegen hier irgendwelche Neandertaler haben das vor ein paar tausend Jahren geschrieben. Das ist schon wieder logisch ausgedacht. Eine konstruierte Vergangenheit mit einer geistlosen Logik. Jetzt ist dieses Schad, also hier, das ist ein Schöpfergeist, ein schöpferischer Geist oder eine Schicksalsmacht. Dämonion, als warnende und manische Stimme des Gewissens und ein Verhängnis, und ein Verhängnis, das ist also Verhängnis, nennen wir auch ein Dämonion. Was jetzt wichtig ist, ihr müsst vorsichtig sein. Ihr werdet hier total Gehirn gewaschen. Ich erinnere euch hier, ich habe gestern hier und jetzt gedacht angesprochen, wie ich in Deisendorf war. Da waren einige sehende Menschen, die haben erkannt, ich habe Schwefel gerochen. Ich bin ein Dämon, eine Schicksalsmacht, ein schöpferischer Geist. Plus, minus, wenn du einseitig bist, hast du verloren. Du musst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Dann wirst du sein wie Gott. Geistesfunken, ich bin dein Vater. Ja, das Lachen des Buddhas, Leute. Ihr habt doch die Freiheit, über alles zu lachen, wo ihr jetzt so einen Hals kriegt. Weil das ist die Freiheit, die ihr habt. Ihr habt nicht die Freiheit, euren Traum zu verändern. Ihr könnt euer Wertesystem verändern, aber Veränderung ist erweitern. Ich mache nochmal ein Beispiel, haben viele schon gehört. Dieser schöne Satz, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dann kriegst du von mir ein vollkommen neues. Jetzt ist, was ist dein Leben? Du bist der Computer, symbolisiert Gnede. Um dich ausformen zu können, brauchst du ein Programm. Das ist dein Intellekt und wir symbolisieren den Intellekt mit einem Buchstaben, mit einem einzigen Buchstaben, mit einem H. Und jetzt komme ich und sage, wenn du mir das Haar schenkst, dann kriegst du von mir ein neues Leben, ein neues Programm. Jetzt muss dir klar sein, du hast so viel Verstand als Computer, wenn man dir das Programm und das Betriebssystem weggibt, bist du bloß noch ein Haufen lebloser, toter Materie. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Übrigens das deutsche Wort Asche, A-Shin-E. Wenn wir das als Aleph-Shin-He schreiben, dann ist es die Frau. Asche bleibt Staub. Jetzt ist es, dass also hier, du vertraust mir, wieso auch immer intuitiv, du gibst mir dieses Haar, du gibst mir den Buchstaben und weil du mir vertraust, kriegst du ein neues Leben. Ich gebe dir für den Buchstaben ein Wort. Das Wort Haus. Und du wirst jetzt feststellen, ich sage immer wieder, die große Einheit, du kannst die zerdenken. Zer, Z-R, die Geburt deiner Rationalität. Zur heißt übrigens zu Form werden. Aber ich habe dir eigentlich gar nichts weggenommen, weil es ist ja in dem Wort dein Buchstabe wieder mit drin. Es war bloß ein Test. Test Udo. Jabe Zebaot. Zeb. C-B. Z-B. Heißt Test Udo. Shin Ille, die Logik des Kindes. Kröde, K, Rot ist der Adam. Wieder Adam. Der Erste. Ich bin jetzt der Dritte. Erste Adam, zweite Adam, dritte Adam ist der alles synthetisiert. Erstes Jahrtausend, zweites Jahrtausend, These, Antithese, drittes Jahrtausend, das Jahrtausend der Synthese. 2015, 2015. Jetzt geht's langsam los. Zahlen, rechnen.
Gut, ich tauche wieder auf und jetzt sage ich, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du ein neues, du bist gut mit mir gefahren, du gibst mir das Wort und jetzt kriegst du dafür von mir einen Satz. Und wenn du jetzt hinschaust, wirst du feststellen, ich habe dir das Wort auch nicht weggenommen, weil ich die ursprüngliche Einheit unangetastet lasse. Ich kann ein Buch lesen und Bilder rausheben, ohne dass ich da irgendwas raushol. Der widerspricht sich ja laufend. Ich kann das Buch, wenn ich in der Hand habe, habe ich das nur aus dem Bücherregal. Nee, ich habe das überhaupt nicht rausgeholt. Ich gehe da rein, in die Fragmente fokussiere ich mich rein, ich konzentriere mich. Und durch die Konzentration in Peripherie, Peri heißt ringsum auf Griechisch und Feri heißt tragen, der Luzifer, der Lichtträger. Jetzt merkst du schon wieder, der Luzifer ist doch der Satan, der Dämon ist doch. Jetzt schwimmt das Gute Böse. Genesis Kapitel 17 beginnt mit Ani El Shaddai. Ich bin Gott, Shad, mein eigener, die Brust. Die eine Brust, jetzt haben wir natürlich zuerst einmal Chasa. Chasa ist der Brustkorb. Dasselbe Wort hast du im Hebräischen in Geiste sehen. Da setzen wir jetzt, wie war das nochmal? Unser Joch drauf, eine Brust. Schad im, die logischen Öffnungen des Meeres. Schad, die Yom-Endung ist ein Dual. Dann sind zwei. Das sind Symbole mit den zwei Watzen. Die nennen übrigens die Idee, schreiben sich die. Das führt uns, wenn ich hoffe, ich vergesse es nicht. Also vergessen tue ich es nicht, aber dass ich es auftauchen lasse. Das ist Hadad, schreibt sich HDD. Das ist was ganz was Böses. Der steht in Verbindung mit dem Satan, mit dem Scheidern. So wird es zumindest übersetzt, wobei das hier DD heißt auch Liebe, der Geliebte, die Kurzform von David, DWFD. Das ist Hadad, wobei die Vorsilbe HD einzeln, diese wahrgenommene Öffnung, Einzelheit, Echo und Widerhall, im Wörterbuch wollen wir jetzt eintippen, Echo und Widerhall. Zum Beispiel, wenn mir jetzt das Wort, im Anfang war das Wort, doppelt aufgespannter Ort, Orkmals erweckte Erscheinung, das heißt doppelt aufgespannte erweckte Erscheinung, das ist DBR. Das Wort H als Vorsilbe ist Artikel, habe ich ja dann H, D, B, R. Wenn wir jetzt zwei Zweierwörter draus machen, ist H, D der Echo und B, R heißt das Äußere, das Echo von außen. Das wird eigentlich, merkst du jetzt, bei ihm sehe ich das innerlich an den Augen keine Frage zeigen, sondern langsam, dass wenn ich sage, umso mehr du die Grundradixen kennst, dass du Rollo Feeling, die Vatersprache, sehr leicht lernen kannst. Das, was ich mit Hebräisch sage, musst du dir nicht merken. Ich höre einfach zu, man kann die Gedanken mitgehen. Und wenn du jetzt Holo Feeling, die Offenbarungen liest und das einfach, dann natürlich, was du querlesen, selber springen, da verlierst du das Gefühl von Zeit. Und dann durch das Wiederholen setzt sich, wird das automatisch in dir freigeschalten. Spielerisch, du musst aber Freude dabei haben. Und wir lassen den eigentlichen normalen, oberflächlichen Traum mit dem Job, mit alles, was eben, wo du drinsteckst, machst du ja Erfahrungen, lass mal vollkommen unangetastet. Merkt ihr ein kleines Wort? Wir waren nur bei dem Out. Ich hätte jetzt stundenlang weitermachen können. Das ist es. Wenn mein Mensch so ein Wort sieht, der hat ohne Probleme, kann er hier 400, 500 Seiten Buch schreiben, wenn ich es genauer erkläre, weil mir das alles aus einem Wort entfalten. Aber was mir eigentlich geht, ist, beim Menschen unterscheidet man drei. Jetzt haben wir wieder dieses, können wir griechische drei davor machen. Ist interessant, es ist ein Dreieck. Der Großbuchstabe Delta. Das ist DL, ist übrigens die Öffnung. DL ist die Öffnung von DA. Der Wachraum, das Wachzimmer. Diese W8 ist die Weib 8, ist die weibliche 1. Wir können auch doppelt aufgespannte Schöpfung ist ein Schrecken, ZD, und das ist die Geburt im Meer. ZI, die Geburt eines Intellekts von MM. Das führt uns zu dem hebräischen Wort Memim. Memin ist das Wort für Wasser. Jetzt habe ich, schau mal die Erklärung an. Wenn du jetzt schreibst Miem, dir gespiegelt, heißt es ihr Meer. Weil nämlich Yom ist ja das Meer und M als Vorsilbe gelesen, hier dieses M als Vorsilbe gelesen, heißt immer vom. Das heißt, Entschuldigung, als Suffix gelesen heißt ihr Meer, dass der Männer weiblich Besitzanzeigen ist, führt M immer als Präfix gelesen heißt dann vom Meer
Und wenn ich das Yom als sogenannte Dualendung, das gibt es im Deutschen nicht, wenn ich sage, Ein ist das Auge und Ein im sind die zwei Augen. Schad ist die Brust und Schad im sind die zwei Brüste. Osen ist das Ohr, Osen im sind die zwei Ohren. Regel ist das Bein, interessant. B ein, hast Polarität ein. RGL, die Berechnung einer Welle. Die setzt sich dann in Bewegung. Heißt es zwei Gestaltwertungen, das sind Wellenberg und Wellendal, sind die oberflächlichen wahrgenommenen, sichtbar, außen, BR, polare Berechnung gewordene, Wogenden, Wassermassen. Wenn ich jetzt aus dem J, aus der intellektuellen Berechnung was aufspanne, dann kriege ich einen MOM. Das kreist ja oben irgendwie in dem Einheitskreis. Ein MOM-End. Jetzt habe ich einen Flecken, Ecken, einen Fehler, weil ich meine, das ist außerhalb. Und das ist meine Körper, die mich jetzt behindern, meine Körperbehinderung. Okay? Dieser MOM-End, das End hat man ja schon. Ist das Anlegen von Schmuck. Legen wir hier diesen Augenblick, ich kann jetzt sagen, die Quelle und die existierende Öffnung oder ein Augenblick einer existierenden Öffnung, des ND einzeln, diese existierende Öffnung, dann kriegst du zuerst einmal, die geöffnete Schöpfung ist plus M minus M und das ist ein aufgetürmtes Wasser, ein Damm, ein Haufen flüchtig und in der Regel heißt es schwanken, bewegen, sich hin und her bewegen. Die existierende Öffnung, schau, plus minus, das sind so kleine Lesehilfen, existierende Öffnung, Dammwall, aufgetürmte Wasser. In dem Moment, wo ich einen longitudinalen Fluss, einen Damm reinbaue, ist diese Bewegung, wird diese Bewegung. Das Ganze nennt man dann auf Griechisch Spanda Rai. Alles fließt. Rai, Spiegel, die Fliesen sind Kacheln. Jetzt irgendwie plötzlich alle Sprachen, welche Sprachen sprichst du eigentlich? Ja, alle die, die ich erfunden habe. Und man kann in Ionen, kann man sich unheimlich viele Sprachen ausdenken. Okay, jetzt hier Schwangen bewegen, das machen wir noch schnell. ND, wallaufgetürmte Wasser, DA, die geöffnete Schöpfung oder der geschlossene Schöpfer, ist plus M minus M. Und das ist ein doppelt aufgespannter Gott mit seinem blauen Licht, das müsste jetzt blau sein. Sich bewegend. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Dieses Wort Weg musst du dann, wenn ich das auf Deutsch sage, blau schreiben. Das heißt, das ist jetzt hier, WEG ist dieser doppelt aufgespannte Energie des Geistes. Ein, mit A geschrieben, ist nicht existierendes, transversales Licht, Geschin, Wind, des Aub und aufgespannte existierende Öffnung ab und ein longitudinal illusionär verlaufendes Hin und Her. Dieses longitudinal, das ist die Oberflächenwelle. In jedem Physikbuch wirst du lesen, dass Lichtwellen Transversalwellen sind und alles, was raumzeitlich ist, Wasserwellen zum Beispiel, Schallwellen, all das, was du dir oben ausdenkst, unser Fundament kennen. Unter die Welle, Mendio heißt überlegen, U mit zwei Bündchen, BR das Äußere, Le, Gen, auseinandergeschmissene geistige Existenzen und heißt Lügen verbreiten. Können wir gerne nachschauen. Das ist jetzt, wo ich sage, alles, was ich dir sage, kannst du im Wesentlichen hier und jetzt überprüfen und was Wörter anbelangt. Wenn du nachschaust, in dir diese Wörterbücher rausholst, garantiere ich dir, es steht genau das drin, was ich dir sage. Und jetzt machen wir Pause. Halt! Nonne! Moment! Moment! Das, lass uns das noch abschließen. Das heißt, du hast die, merkst ein Wort. Und wenn du jetzt meinst, ich habe dir alles über die drei Zapfen erzählt. Es ist, versteht ihr jetzt das Ameisenprinzip? Und ich bin euch ja so euch oder dir so unendlich dankbar. Ich weiß es ja bloß, weil du mich so ausdenkst. Du hörst jetzt dein eigenes Wissen. Das ist der Udo, den du dir ausdenkst, der so gescheit ist, erzeugt einen Deppen. Und du sagst jetzt, Udo, bin ich nicht und der Depp bin ich. Und ich sage dir nochmal, du bist der, der sich beide ausdenkt. Das ist das Abgehobensein. Jetzt schau, und jetzt gleich haben wir es. Diese drei Zapfentypen sind zum einen der S-Typ. Ich könnte jetzt sagen, das ist der raumzeitliche Typ. Das ist der Blaurezeptor. Nochmal blau. Kafkol heißt wie das Weltliche. Dann gibt es einen M-Typ. Der gestaltgewordene Typ, das ist der Grünrezeptor. Irak heißt wie ausgespuckt.
Und der L-Typ ist der Rotrezeptor des Lichtes der Adam. So, jetzt könnte ich da noch weitergehen, wie das. Schluss, Pause. Ja.